Das hat alles in Polen angefangen. Mama, als Kind habe ich abends gebetet, dass du stirbst. Aber Gebete haben ein Verfallsdatum. Jetzt fehlst du. Langweilen sich Tote immer? Magdalena, Sie sind Ihre Tochter? Ja. Wegen der Beerdigung, deshalb sind Sie hier. Hoffentlich spielen Sie nicht mehr Klavier. Ludwig, ich gehe nach Berlin. Ich werde für 3 Monate in einer Fernsehserie mitmachen. Ein beruflicher Neuanfang, ja? Nein, ist eher eine Verlängerung des Alten. Was passiert mit unserer Verlängerung? Sie können mir also nicht sagen, warum Sie hier sind. Nein, aber ich habe eine Idee hier in Auschwitz. Was für eine Idee? Diese vorhandene Wirklichkeit, die reicht Ihnen nicht, oder was? Du bist verliebt in Lena, oder? Ich verzichte, also werde ich das erlangen, was ich gegen meinen Willen nicht verlieren will. Was bildest du dir eigentlich ein? Tauchst nach einer Ewigkeit hier auf und schnüffelst in meiner Wohnung rum, als wärst du von der Gestapo. Hat dir irgendjemand erlaubt, meine Zeichnung anzusehen? Du bist wegen ihr hergekommen, Julius. Nicht wegen mir. Du hast ja auch nichts zu mir gesagt. Ich war ihr Trauzeuge, dabei wollte ich doch ihr Bräutigam sein. Jüdische Folklore. Wie kommt denn sowas ins Haus? Der Mensch kann groß, ein Held im Leiden sein. Doch göttlich ist er, wenn er selig ist. Ich dachte, dass jeder Ort, an dem man einen katholischen Priester trifft, ein Ort der Sühne und der Besinnung sei. Und Sie? Warum sind Sie zu uns nach Polen gekommen?